Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dead by Daylight. Mein Name ist Michael und wie ihr in der Vorschau gesehen habt, gibt's ab heute den neuen Killer, mir oder gestern schon. Bin mal gespannt, wie der zu spielen ist oder gegen ihn zu spielen ist. Wir spielen wieder ein, zwei Runden Survivor. Heute mit der Kate Denson. Oder wieder mit der Kate Denson. Jetzt schauen wir erstmal Archivquest. Dort habe ich die Aufgabe abgeschlossen. Dann werden wir sie mal abgeben. Und uns eine neue mitnehmen. Gucke ich gerade, welche ich mitnehme. Entweder Strecke 8 überleben, ne, das ist eine Killer-Quest. Das auch hier. Kommuniziere mit 8 grünen Glyphen. Könnten wir das machen? Wir machen das. Wir nehmen das mit. So. Okay. So, wir spielen wieder, habe ich schon gesagt, glaube ich, ne? Wir spielen ein, zwei Runden. Wie gesagt, checkt doch mal meinen Kanal ab. Auf YouTube Gaming Michael BO. Kommentiert und liked und lasst auch gerne ein Abo da. Ihr könnt gerne in den Kommentaren reinschreiben, welchen Charakter ich mitnehmen soll. Oder genauso wie als Killer, welchen Killer ich mitnehmen, was spielen soll. Die Talente könnt ihr gerne reinschreiben. Ich werde auch alle Fragen, die ihr habt, auch versuchen zu beantworten. Ja, gut, dann legen wir los mit der ersten Runde. Vielleicht zwei, vielleicht eine. Schauen wir mal, wie lange das Video dauert. Dann legen wir mal los. Suchen wir uns eine Lobby. Vielleicht kriegen wir ja den neuen Killer. Wenn wir Glück haben, schauen wir mal. Und die neue Karte vielleicht. Und derzeit geben wir mal ein paar Blutpunkte aus. Bis es hier losgeht. Oh, Lobby gefunden. So, wen haben wir denn da? Eine Mac Thomas haben wir dabei, eine Nia Carlson, eine Feng Meng und und mich halt, ne? So, Blutpunkte. Hoffentlich kriegen wir den neuen Killer. Wäre schön. Alle haben sie, nee, drei Leute haben Medikoffer und einer hat eine Werkzeugkiste. Los geht's. Ah, Partyluftschlange. Der Killer hat einen Pudding mitgenommen. Scheint aber nicht der neue Killer zu sein. Weil ich weiß nicht, ob sie das immer noch machen, weil wenn es erst mal den neuen Killer ist, dann zeigen sie das hier an. Hier unten im Ladebalken, über den Ladebalken. Aber haben sie nicht gemacht. Oh, ist nicht. Das ist das Schweinchen. Das Schwein haben wir. Okay, schade. Schade, schade. Hm.
da ist der Generator. Ach so, habe ich gesehen. Das Schweinchen kämmt ein bisschen. Ah. Das Schweinchen kämmt. Ein kämpfendes Schwein. Mehrere. Ja, wie viele Teile gibt es?
Ja, einer ist tot, weil der den Tod gekämpft hat. Scheiße. Da war schon wieder ein Stein verpackt. Oh, herrlich, ey. Ich habe keine grünen Glyphe gefunden. Ja. Die Runde war trotzdem lustig. Ja. Ha. Komm, machen wir noch eine Runde. Ja. Machen wir noch eine Runde. Vielleicht kriegen wir ja doch den neuen Killer. Und ich finde vielleicht mal eine gute Glyphe. Lobby gefunden.
Jo. Ein paar Blutpumpe aus, bevor es hier losgeht, aber es geht jetzt los. Okay, auf geht's, auf geht's. Es ist der neue Killer. Wir haben ihn. Gegen die Schädelhändlerin heißt die. Aha, Schädelhändlerin. Wow, was ein Name. Aber wir haben den neuen Killer. Gut, dass wir noch eine Runde gemacht haben. Sache, wenn du das erste Mal hast, den neuen Killer, dann wird das immer angezeigt, wenn das erste Mal da ist. Wenn du den ersten Mal bekommst als Killer. Ja. Tal der Qual, Kohlwing Farm. Mit einer gejagt. Bin mal gespannt, wie das so ist. Ich habe, wie gesagt, nur ein, zwei Videos mal gesehen über den neuen Killer, aber ja. Oh, hier ist auch viel noch sein. Thank you.
denn jetzt gerne abfallen gegangen? So. Na super. Na toll.
Nö. Nö. Wie kann man hier noch ein paar Punkte holen? Ja, Leute. Eine grüne Glyphe haben wir ja gefunden. Ja. Ja, das ist ja die Hauptsache. Ja. Nichtsdestotrotz, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gern ein Folgt mir da auf Twitch. Dort heiße ich xxmichaelboxx. Wäre super, super toll, wenn ihr die nächsten Lives von mir nicht verpassen wollt. Folgt doch mir auch auf YouTube, wenn ihr das mögt. GamingMichaelBO, kommentiert, liked sie, die Videos, und lasst auch gerne ein Abo da, wenn ihr es wünscht. Das würde mich super, super freuen. Und ja, somit sage ich ciao, bis zum nächsten Mal, euer Michael.